Willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ich war über Pfingsten so ein bisschen, nicht geistig abwesend, aber so ein bisschen körperlich nicht in Clash-Laune, muss ich mal so sagen. Also ich habe mir auch mal ein paar Tage Auszeit gegönnt. Das letzte Video liegt jetzt 4-5 Tage zurück. Und ich wollte auch eigentlich eine ganz, ganz andere Folge drehen, beziehungsweise eigentlich aufnehmen, als das, was ich euch jetzt leider präsentieren muss. Also ja, ihr habt das bereits im kleinen Bild gesehen. Ich habe kein Clanspiel-Reward bekommen. Das ist ganz, ganz traurig. Ich habe gedacht, Alter, das gibt's ja gar nicht. Denn ich wollte, ihr seht das, ich habe jetzt schon ein Clanspiel angenommen, denn ihr könnt euch sicherlich erinnern, ich hatte meine Queenie auf 39 und habe das Dunkle dafür gesammelt. Ich habe sie mittlerweile auf 40, ja. Aber eigentlich hätte ich jetzt noch ein Heldenbuch mehr, denn ich hatte ein Heldenbuch und hätte in den letzten Clanspielen ein Heldenbuch bekommen. Und habe auch gedacht, ich farme mir das rein, bevor die nächsten Clanspiele anfangen. Ist mir aber nicht geglückt. Jetzt gucke ich heute Morgen. Da sind die Clanspieler angefangen und ich konnte mir den vorherigen Reward nicht mehr abholen. Also denkt dran, holt euch den Reward rechtzeitig ab. Mir ist es diesmal echt nicht gelungen und es ist so traurig. Denn ich weiß nicht, es gab ja ein bisschen Gold, es gab ein bisschen Dunkles, es gab ein paar Juwelen und es gab natürlich das Heldenbuch. Also ich hätte jetzt noch ein Heldenbuch hier eigentlich drin. Habe ich jetzt leider nicht. Habe ich verbaselt. Ich habe es echt verbaselt. Denn ich hatte erst heute Morgen die 175.000 für die Queen, aber immerhin habe ich sie jetzt auf 40. Und was wollen wir eigentlich heute noch machen? Ich denke, wir farmen heute mit diesem Account hier, gucken uns natürlich wie immer ein Dorf an, springen dann einmal auf den Elfer, denn da hat es ja auch ein bisschen was getan. Und ich würde sagen, wir gehen hier erstmal fröhlich in die Suche rein und gucken mal, dass wir hier einen ganz netten Gegner finden, denn der King muss jetzt 10 Level machen, würde ich mal so sagen. So, da ist unser erster Gegner für heute. Ich würde sagen, den nehmen wir mal mit. Der ist jetzt nicht ganz so stark und meine Armee, ihr seht das hier, ich habe einfach mal ein paar Riesen genommen, also sehr wenig dunkles verbraucht in meiner Armee. Und jetzt muss man mal eben gucken. Ich glaube, wir gehen mal von hier rein. Ich nehme hier jetzt auch alles mal mit rein. Das Coole ist, mit dieser Armee hier, muss ich mal so sagen, oh nein, zwei Riesenbomben, alter Falter. Das Coole an dieser Armee ist eigentlich, die Heiler heilen einfach alles. Die Heiler heilen einfach alles, was in den Strahl kommt, hätte ich mal fast gesagt. So, ich glaube, hier springen wir mal rüber. Und die beiden Flugtiere, die lasse ich mir jetzt erstmal noch ein bisschen offen. Und was kommt denn da raus? Eieiei, ach hey, nee. Eieiei, oh. Denn, okay, den Ballon müssen wir doch mal so ein bisschen weggiften, aber der ist jetzt erstmal weg. Das ist schon mal nicht schlecht. Und dann, oh. Donnerwetter. Okay, das sieht aber noch ganz gut aus. Wo ist denn eigentlich meine Queen? Ah, die Meute hier mache ich mal noch mal ein bisschen wütend. Auch meine Queen ist ganz weit weg, aber meine Magier haben das da hinten gerissen. Auch nicht schlecht. Und hier sind es immer noch die Riesen, die da gut durchgehen gegen den Inferno. Ja, das sieht eigentlich ganz... Boah, das sieht noch ganz gut aus. Ja, wegen dem Reward, das ärgert mich immer noch, muss ich sagen. Aber gut, ich kann jetzt nichts dran ändern. Er ist weg. Ich hab lange genug Zeit gehabt. Aber ich habe wirklich aufgrund der Tatsache, dass ich echt wenig Clash of Clans gespielt habe. So, jetzt muss ich aber sehen, dass ich meine... Oh, das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus, dass ich echt wenig Clash of Clans gespielt habe. Also ich habe schon gespielt, aber wirklich nur CK und das Nötigste. Was wir denn noch so gemacht haben, werdet ihr gleich sehen auf den Elber, was mir da noch so passiert ist. Und aber erstmal hier mit der Armee, denke ich mal, ganz, ganz nett schon mal wieder was reingeholt. Und ja, so ein klein bisschen tröstet mich das jetzt weg. Oh, jetzt kommen die ganzen Flugfallen hier raus, auch nicht schlecht. Guckt euch das an. Oh, da hat der Babydrachen jetzt aber reichlich zu tun, okay. Und Glück gehabt. Aber es ist auch nur noch das eine Lager hier unten. Und dann haben wir das in jedem Fall im Sack. Ja, wir springen gleich rüber. Dann könnt ihr euch auch den Update-Status von meinem RA11 angucken. Aber ich habe heute einfach gedacht, startest du mal hier. Beim Clan Pascha Prime bin ich übrigens immer noch gut dabei. Und ihr seht das, die Challenge ist ja ganz nett. Ich meine, ein bisschen dunkles Sammeln, das geht immer.
Und dann machen wir hier einmal etwas nach, springen direkt mal auf den 11er drauf, glaube ich. Ja, da kann ich einfach mal den direkten Wechsel machen. So, jetzt sind wir auf meinem 11er und auch hier seht ihr, hat sich ein bisschen was getan. King 49, ich glaube, das wusstet ihr aber schon. Mir fehlt jetzt noch, wie viel fehlt mir denn eigentlich noch? Mir fehlt noch 48.000 Dunkles, dann ist der auch endlich auf 50. Aber ich wollte mir erstmal jemanden anschauen, bevor wir hier jetzt weitermachen. Es ist der Marvin. Der Marvin ist clanlos. Oh, das ist wirklich sehr, sehr schade. Und der Marvin ist hier, ist er ein Rathaus 10, aber er ist ein 9,5er, der auch wirklich nichts anderes gebaut hat. Und es ist in jedem Fall, die Base sieht so ein bisschen inaktiv auch, auch wenn man hier meint, oh, der ist ziemlich voll. Aber irgendjemand muss das Labor hier angestoßen haben. Deswegen gehe ich davon aus, dass der Marvin hier in jedem Fall ein aktiver Account ist, aber er baut auch nichts weiter aus. Also als Rathaus 9,5 kannst du natürlich deine vorhandene Defense komplett ausbauen und darfst nur die neue Defense nicht mit dazu bauen, um dein Kriegsgewicht noch zu wahren. Aber er hat hier auch reichlich noch zu tun. Er muss schon ein bisschen länger R10 sein, denn seine Truppen lassen darauf deuten, er hat schon den 6er Pekka, er hat schon 3er Miner, die Babydrachen auch schon ein Level höher als ein RH9 und deswegen glaube ich, dass er auch schon ein bisschen länger RA10 ist. Na, die Helden. Die Helden könnten natürlich noch ein bisschen was vertragen. Er war schon mal in der Titan League. Und ich glaube, die Base, so wie sie da ist, verteidigt sicherlich auch ganz gut. Ich kann es jetzt von den Mauern nicht beurteilen, ob er alle Mauern, die man danach bekommt. Aber es sieht fast so aus hier, wenn ich hier unten so reinklicke, dass das schon die 9 Mauerstücke sind. Das könnten 50 Stück sein. Oder 25, die man als Rathaus 10 dazu bekommt. Ich weiß es gar nicht so genau. Aber ich denke, die Base def ganz gut. Die Teslas sehen wir natürlich nicht. Die werden hier aber auch irgendwo in dieser Base rumschlungern. Und dann springen wir einmal auf meinen 11er. Vielen Dank, Marvin, übrigens, dass du dich gemeldet hast. Und der Post ist auch schon ein bisschen älter. Ihr seht das, ich bin nicht mehr bei Spätzle mit Soße, sondern ich bin in der Auerhahn Crew. Denn wir haben mal wieder einen 50er gespielt. Ja, den 50er wollte ich eigentlich mit euch gestreamt haben, aber ich zeige euch exakt nur 2 Angriffe aus diesem Clankrieg. Es tut mir ein bisschen leid. Ich war einfach nicht in Streamlaune. Das Wetter war einfach zu gut. Wir hatten Pfingsten, wir hatten hier einen Geburtstag. Und ich war zwar hier, aber ich bin da nicht wirklich mal zugekommen, mich wirklich hinzusetzen, konzentriert, um was zu Papier zu bringen. Also Action Clankriegsangriff Nummer 1. Und der kommt von Böges, so heißt er. Und ihr seht das schon anhand der Zeit. Das ist eigentlich das Interessante. Der Angriff ging wirklich nicht lange. Es geht erstmal los mit normalen Funneling, also Golems in die Base, mit ein paar Magier dahinter. Und auch da seht ihr, hier ist der Golem noch nicht ganz durchgelevelt auf dem Rathaus 9 hier. Aber er hat ein paar Bowler mit im Gepäck. Und dann geht das hier erstmal Ziele. Ja, man muss immer Ziele setzen. Queen muss weg, CB muss down. Und dann kannst du hier mit deinen Schweinchen durch die Base hier durchkommen. Er kommt von beiden Seiten, habe ich auch noch nicht gesehen. Aber ich meine, gut, es bietet sich an. Denn auf beiden Seiten sind jetzt nicht mehr so, oder die Hawks haben dann nicht so viele Defense-Gebäude tatsächlich anzugreifen. Und irgendwann treffen die sich natürlich hier unten. Aber hier unten hat er auch welche losgeschickt. Also richtig krasses Ding hier von 3 Seiten. Hier mit den Hockreitern rein und oh, das ist natürlich, kann man so machen. Jetzt hat er auch reichlich über und die sorgen hier jetzt noch für ein bisschen Cleanup, beziehungsweise ich glaube der Magierturm war jetzt, der Bogenschützenturm war die letzte Verteidigungsanlage hier beim Gegner und er hat noch einen Babydrachen da, richtig viele Hockreiter. Seine Queen ist noch am Start, den King hat es da hingerissen, aber der muss ja meistens noch so ein bisschen mittanken hier. Und deswegen glaube ich, war das hier ein schöner Angriff von Burgess auf die Nummer 27, also RH9 auf RH9. Ja, finde ich total gut, sich auf so eine Base hier so reinzuwagen. Habe ich in der Form auch noch nicht gesehen, deswegen fand ich den Angriff eigentlich sehr, sehr interessant, dass hier von 3 Seiten aus mit Hockreitern angegriffen wurde. Okay, es wird doch ein Angriff mehr. Also 2 Elfer, ja. Ich zeige ja relativ selten was von mir und deswegen
nehme ich einfach doch mal einen Angriff von mir hier mit rein, der mir semi gelungen ist. Also der Start war eigentlich ganz gut. So hatte ich mir das Ganze vorgestellt. Ich nehme meistens hier unten, habt ihr gerade gesehen, so einen Riesen vorweg, bevor ich meine Hexen und meine Bowler setze, denn der zieht dann schon mal so ein bisschen das Feuer auf sich und die können eigentlich relativ bequem jetzt schon mal hier die ersten Sachen an der Kante machen. Meine Mauerbrecher, die kommen dann nicht ganz durch. Also kleiner Mauerbrecher-Failure. Jetzt gehen aber alle Truppen hier Richtung, ja, sie gehen schon mal Richtung Mitte. Ja, Sprung auch nicht so richtig gut gesetzt. Den hätte ich viel weiter noch Richtung Rathaus setzen können. Gar keine Frage. Und ja, jetzt habe ich hier auch erstmal ein bisschen wenig in der Mitte. Aber meine Truppen laufen, glaube ich, die liefen. Der Angriff ist ja schon gewesen. Sie liefen gar nicht mal so schlecht. Und die Base ist jetzt auch nicht maxed out. Auch mit dem Level 1 Adler kann ich eigentlich immer gut leben. Also auch wenn ich beim Farm auf solche Bases treffe, dann nehme ich die immer gerne mit, weil der macht jetzt ja doch nicht so super viel Schaden und er macht ja nach wie vor nur seinen Mehrfachschaden an Golems. An Golems, und da habe ich natürlich überhaupt keinen mit hier, sondern only Bowler und Riesen, zwei Packer dabei. Dann seht ihr auch mal so ein bisschen das Setup hier. Nehme ich eigentlich ganz gerne und ist bei sehr vielen Rathaus 11 Angriffen ja mindestens ein guter 2-Stern, je nachdem wie der Queen Walk läuft. Und was ein bisschen unglücklich ist, ihr seht das hier, ja, hier werden zwei Skelette kaputt geheilt. Das ist meine Herren, habe ich auch gedacht. Naja, aber egal, der Rest der Base hier ist auch Geschichte. Und so waren das auch mal vom Toto 3 Sterne RH11 auf RH11. Gelingt mir jetzt schon ein bisschen häufiger, muss ich sagen. Muss ich sagen, Übung macht den Meister. Und auch mit verschiedenen Armeen bin ich hier unterwegs, denn man muss ein bisschen mehr im Repertoire haben. Mein zweiter Angriff war zwar nicht ganz so gut, da waren es leider nur 2 Sterne, aber es waren, glaube ich, auch an der Stelle 2 ganz wichtige Sterne. Und hier haben wir mal so eine richtig schöne, komische Base. Boah, da hat es uns allen geschüttelt bei dieser Base hier. Ist nicht der erste Angriff, den oder der auf diese Base war. Ich glaube, die Base hat ein, zwei Mal gehalten. Keine Ahnung. Müsste ich jetzt nachschauen. Und der Schwarz, 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 versucht erstmal hier sein Glück gegen die, ja, doch sehr komische Base hier mit den Mauern. Hat er auch einen richtigen Satz Mauerbrecher dabei. Mal sehen, wie er die einsetzt. Ich sehe den Kampf jetzt auch zum ersten Mal. Und mal sehen, wie er die Base hier überhaupt gemacht hat. Also auf einer Seite die ganzen Bogenschützentürme, auf der anderen Seite, ja, so ein bisschen Mix. Ist schon ein bisschen komisch. Ist schon ein bisschen komisch gewesen. Und da tut man sich auch immer gerne schwer. Aber macht das hier einfach mal mit so ein paar Loons, die er dabei hat. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Also hier ist der erste Inferno schon mal Geschichte und die Loons fliegen einfach mal ein bisschen behende weiter. Super Sprung hier. Geht jetzt erstmal ab durch die Mitte hier. Und Warden ist mit in der Mitte, Queen ist mit in der Mitte, Bowler dabei, passt alles perfekt. Da noch ein paar Walküren auch noch dabei, also wirklich mal, oh, ein netter Truppenmix hier für ein Rathaus 11er. Da jetzt schon gesehen hatte, dass ja schon die Mitte jetzt schon entkernt ist, konnte er natürlich schön seine Walküren noch mit so ein bisschen für den zweiten Kreis hier zum Clearen nutzen. Die ziehen schön das Feuer auf sich. King hat er jetzt eben gezündet. Jetzt hat er noch ein paar Truppen, vor allen Dingen mehr hier in der Base drin. Und ich glaube, das wird eine ganz, ganz enge Kiste, kann ich euch sagen. Eine ganz, ganz enge Kiste. Queen quält sich jetzt erstmal durch die Mauer, aber da sind natürlich noch reichlich Heiler dahinter. Queen hat er auch schon gezündet, aber er hat jetzt auch nicht mehr wirklich viel Verteidigungsgebäude, die er jetzt mit seiner Queen machen muss, denn er hat immer maximal ein, zwei Stück auf sich. Ich glaube, drei wären es nicht mehr. Aber die Masse an Heiler hier ist dann schon gewaltig. Oh, da kriegen es die Heiler nochmal jetzt so ein bisschen von den Luftbomben ab. Aber ihr seht das, es ist immer nur eine Defense. Jetzt sind es mal zwei. Dann wird es auch für eine 50er Queen ein bisschen enger. Das seht ihr, wenn ich mir ganz so die viele Heiler dahinter sind. Ich glaube, das sind jetzt noch 2 Stück. Aber das ist hier oben jetzt auch gewesen. Und im Wesentlichen ist es jetzt, glaube ich, nur noch ein kleines Zeitproblem. Und dann ist es das auch gewesen mit dieser echt komischen Base hier. Und dem wirklich mal wieder schön gelungenen 50er Clankrieg. Und
hat uns auf jeden Fall mal wieder gefreut. Also ein 50er Clankrieg hier aus dem Verbund Spätzle mit Soße und der Auerhahn Crew. Diesmal oder wieder bei der Auerhahn Crew und wir haben wieder 139 zu 131 gewonnen diesmal. Wenn ihr euch erinnern könnt, ich kann mal einmal bei uns ins Warlock reinschauen. Ich glaube, wir haben vor exakt, ja, vor 20 Tagen 139 Sterne gemacht, aber mit etwas weniger Prozent. Also diesmal waren wir prozentual etwas besser und weil es so schön ist, bleiben wir gleich hier, denn wir spielen einfach noch einen zweiten 50er im Nachgang und die Spätzle-Leute fangen hier jetzt die Clan-Spiele nicht an, wir fangen sie einfach ein Tag später an. Es gibt ja gemischte Rewards, also wer jetzt gedacht hat, es sind reine Bilder-Games, sind es nicht, es sind gemischte Clan-Spiele hier, also ein bisschen Bilder-Base, ein bisschen in der normalen Basis und auch mal ein bisschen andere Spiele. Ihr seht das hier. Drei Sterne gegen ein Rathaus 11, also nicht in einem Spiel und man hat 8 Stunden Zeit dafür. Ja, finde ich eigentlich eine ganz faire Sache und ich glaube, die 30.000 sind auch für fast alle Clans wieder einfach ganz locker zu packen. Und von nix kommt nix, also müssen wir hier auch ein bisschen noch reinfarmen. Und ihr seht meine Armee hier, ich nehme fast ausschließlich Elex-Truppen, um wirklich jeden Tropfen Dunkles mit oder für mein King zu sparen. Bei solchen Bases habe ich immer das Problem, ich kann erstmal keinen Heiler setzen. Denn die sind ganz an der Kante und ich muss jetzt aber mal so ein bisschen hier aufpassen. Ihr seht, ich hab ein paar Miner mit am Start und ich will eigentlich so ein bisschen in die Base reinkommen hier. Mal sehen hier mit meinem King und dem Fußvolk, den ich so habe. Jetzt kriegen nämlich meine Heiler schon so ein bisschen hier. Die kriegen jetzt schon so ein bisschen Feuer. Und ich muss jetzt schon meinen Warden, ja, ich zünde ihn mal. Denn meine Queen kriegt jetzt doch ein bisschen zu viel ab. Und ich gehe jetzt mal hier mit meinen ganzen vielen Minern einfach jetzt mal über diese Flanke hier rein. Mal sehen, ob wir hier noch ein wenig mit dem Wut die Queen noch mal ein bisschen in Futter bringen können. Und ich hoffe, dass jetzt schon mal so die ersten Miner in Richtung Mitte gehen. Oh, das machen sie nicht. Queen muss ich leider zünden. Dann gehen die jetzt erstmal so ein bisschen rum. Oh, ich muss mich mal gerade ein bisschen konzentrieren. So, da gehen jetzt gehen endlich ein paar Miner hier mit in die Mitte rein. Und ich habe hier natürlich auch ein Multi-Inferno zu schaffen. Jetzt muss ich die hier in der Mitte nochmal durchheilen. Ja, ich bin im Moment recht hoch, was die Liga angeht. Und jetzt habe ich allerdings auch keinen Heilzauber mehr. Ich hoffe, dass die mir dann noch so ein bisschen zum Dunklen gehen. Ja, das machen sie. Mal sehen, ob ich nicht... Ah, nee. Da kriege ich... Ich kriege den Adler, glaube ich, nicht mehr weg. Das ist aber auch nicht so schlimm. Ich glaube, wir haben das Dunkle. Ja, wir haben ein bisschen was Dunkles gemacht. Haben ein paar Pokes gemacht. Oh doch, wir kriegen den Adler noch und wir kriegen auch noch das Rathaus. Super. Wir kriegen auch das Rathaus. Jawohl. Dann haben wir hier noch einen Angriff wenigstens mit dem RH11 gemacht. Gucken wir mal, wo der noch hinfliegt. Ja, wir können die ruhig verpowern lassen. Gar nicht mal so schlecht. Gerade wenn es darum geht, echt Dunkles zu sparen, dann kann man mit der Miner-Truppe hier schon so ein bisschen was anfangen. Seht ihr, also die kommen schon relativ weit durch, sind immer noch am Leben. Sie werden jetzt aber womöglich mir nichts mehr holen, denn das Dunkle gibt es nicht mehr zu holen. Und dann kann ich den auch auslaufen lassen mit 82%. Und da lebt immer noch einer. Immer noch einer hier mit Helm. Alter, nicht schlecht. Echt coole Truppe. Kann ich nur empfehlen. Denke auch zum Pushen ist ganz gut. Also 4000 Dunkles plus 1200 nochmal als Bonus hier von dem Champion und dann sind es jetzt nur noch, na, wie viel sind es nur noch? 42.940. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem mit mir gefallen. Also war mal wieder ein ganz kunterbunter Mix. Bei den kunterbunten Mix baue ich natürlich auch nach. Wieso habe ich denn eigentlich ein Beben gebaut? Ah ja, okay. Den Beben habe ich zum Verspenden gebaut. Also ihr habt mal wieder was von mir gehört. Leider nichts von mir gesehen am Wochenende, aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Wir werden uns in jedem Fall sehen und auch wieder hoffentlich vermehrt hören. Bis dahin, euer Toto.